Joa, damit willkommen zurück zu Tomb Raider The Untold Adventure in dem Level The Theater Bizarre, das bizarre Theater, was dem Opernhaus-Level wahrscheinlich ziemlich ähnlich wird. Wie ihr an den Speicherständen gesehen habt, habe ich das Ganze hier schon mal gespielt, beziehungsweise angespielt, das Vorgeplänkel zumindest. Und das hat so geruckelt, dass ich gedacht habe, okay, nehme ich nochmal neu auf, was halt so vorkommt, gell, wenn man einen alten PC hat und so. Ja, auf jeden Fall kann ich dazu sagen, dass mir dieses Vorgeplänkel vom oberen Haus zumindest schon deutlich besser gefällt als das Original, weil es einfach total hell ist, also es ist irgendwie freundlicher und natürlich schwingt ja auch diese obligatorische Kiste mit, was natürlich so ein Must-Have für dieses Opernhaus-Level ist. Beziehungsweise ist das ja hier ein Theater. Es ist ja in dem Sinne jetzt wahrscheinlich dann kein Opernhaus, aber es wird wahrscheinlich schon in die Richtung gehen. Alles andere wird mich jetzt sehr überraschen. So, bevor wir da runtergehen, ziehen wir mal die Uzis, weil ich kann euch sagen, hier kommen einige Gegner auf uns zu. Hier jetzt noch nicht, aber sobald wir hier rausgehen, wird's kritisch. Da kommt nämlich schon der erste. Und das ist wirklich ein total gegnerüberladenes Level. Mit Hunden und Gegnern und überhaupt. Und wie ihr seht, ist es trotzdem Nacht in diesem Level. Aber es ist irgendwie einfach heller, es ist freundlicher und es spricht mich einfach irgendwie mehr an. Stirb. Und er hat wenigstens was für uns. Automatikmunition. Und irgendwo war doch dieser Hund gerade noch. Ach, da. Jawohl. Und da liegt noch Schrotmunition. Genau, wie es natürlich hier in Venedig und Tomb Raider 2 und überhaupt so sein kann oder nicht anders sein kann, wird natürlich in diesem Theater das Stück Bartoli aufgeführt. Das ist hier wahrscheinlich ein älteres Werbeplakat dafür. Und wahrscheinlich ist dieses Theater auch schon stillgelegt und nicht mehr funktionstüchtig wie bei Tomb Raider 2, das Opernhaus. Aber trotzdem ist hier alles noch voller Typen. Und da wurde anscheinend mal dieses Stück Bartoli aufgeführt. Ja, wir gehen jetzt mal hier lang. Hier kommen nämlich jetzt weitere Gegner. Hier ein Ballermann. Und ein Hund. Genau, ein Ballermann. Nicht den Ballermann, den ihr jetzt denkt, sondern der Ballermann mit Knarre und so. Der mit der Knarre ballert. Und der nicht an der Theke ballert auf Malle. Das ist dann doch ein kleiner Unterschied. Und neben diesem netten Ballermann, wie ihr schon seht, ist da oben noch einer. Aber den nenne ich hier Karlsson vom Dach. Ich weiß nicht, ob der Karlsson heißt, aber er ist auf dem Dach und deswegen nenne ich den jetzt so. Und den schießen wir mit Pistolen ab, weil ich das letzte Mal voll meine Uzi damit verschwendet habe, weil ich ständig daneben geballert habe und er als nicht gestorben ist. Wie ihr seht. Der ist irgendwie total anstrengend und überlebt total viel. Aber jetzt haben wir ihn getroffen. Sehr gut. Okay, dann nehmen wir wieder unsere Uzis, weil das war es noch nicht mit Gegnern. Das war es noch lange nicht. Aber hier unten zumindest erstmal haben wir die Gegend schon mal sicher gemacht. Genau, und hier gibt es jetzt hier so ein paar Kisten, die man natürlich auch kennt aus dem klassischen Tomb Raider 2. Und da müssen wir uns natürlich jetzt wieder einen kleinen Weg schieben, dass diese Kiste hier vorkommt und wir auf die Dächer kommen. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, ob auf diesen Kisten noch was drauf lag oder irgendwo was drin lag. Da müssen wir gerade nochmal gucken. Genau. Und wir brauchen letztendlich einen Schlüssel, um da reinzukommen, in das Theater, wo ich auch noch nicht drin war. Also da kenne ich mich da nicht mehr aus. Ich habe tatsächlich nur das Vorgeplänkel gespielt. Und wie ihr seht, ruckelt es gerade auch. Aber das ist nichts dagegen, wie es vorhin war. Also das war vorhin überhaupt nicht tragbar. Jetzt ist es eigentlich okay. Lässt sich zumindest mit leben. Wir können ja dann auch noch mal eine Pause machen. Aber ich glaube, wenn wir erstmal diesen Teil hier mit den Dächern und diese große Stelle verlassen haben, wird es vielleicht auch dann wieder besser. So, dann schieben wir mal den hier vor, damit wir auf dieses Dach kommen von dem orangen Gebäude. Genau, Lara knackt erstmal. Aber das ist gar nicht schlecht. Da hat sie ihre Barrieren gebrochen, sozusagen. Also wenn es knackt, finde ich immer, fühlt man sich danach so ein bisschen wie neugeboren. Und dann ist Lara doch startklar für dieses Theater hier. Das ist echt Theater. Großes Theater hier.
Ja, es ruckelt. Aber wir können es nicht ändern. Ich mache mal eine kurze Pause und vielleicht wird es dadurch besser. Bis gleich. So, und weiter geht's. Ich habe jetzt mal eine längere Pause gemacht. Läuft ja auch schon wieder ein Stückchen besser. So, haben wir das Medipack jetzt überhaupt mitgenommen? Ja, gut. Weil das wäre schade, wenn das da liegen bleibt, weil es hat einfach auf so einem Dach meiner Meinung nach nichts zu suchen. Das ist halt auch wieder so typisch Tomb Raider, gell? Ach, legen wir auf dieses Dach einfach mal Medipack drauf. Warum nicht, ne? Okay, also hier müssen wir jetzt aufpassen, weil hier ist nämlich was versteckt. Man kann zwar nicht wie bei Tomb Raider 3 oder Templar Secret durch den Vorhang laufen, aber was man kann, ist über dieses Dach springen und hier reinfallen. Und was sehen wir da? Ein goldener Drache. Den wir natürlich super, super gerne mitnehmen. Okay, dann gehen wir mal. Obwohl, wir haben das gerade falsch gemacht, aber ist Wurst. Hat der noch was verloren? Der Carlsson vom Dach, hat der was für uns? Okay, ich nenne ihn nie wieder einen Gegner Carlsson vom Dach. Weil die hinterlassen einfach nichts. Ach, guck mal da. Das habe ich vorhin voll übersehen. Seht ihr, es hat alles sein Gutes, wenn man irgendwas neu macht. Sehr gut. Da haben wir nämlich noch Munition gefunden und dann hat es auch einen Sinn, dass ich das hier gerade ein zweites Mal spiele. Sehr schön. Okay. Nein. Überleben wir das? Ja, das haben wir aber locker überlebt. Okay. Jetzt haben wir Medipack verschwendet. So ein Mist. Egal. So, wir müssen nämlich nochmal hier hoch, weil da hat nämlich der eine Typ, der aus diesem Loch kam, beziehungsweise hat das nichts mit dem Typ zu tun. Ich frage mich nur, was der in diesem Loch gemacht hat. Ich will es gar nicht wissen. Auf jeden Fall ist hier ein Schalter, den drücken wir mal. Und der öffnet nämlich jetzt da oben diese Tür. Und die ist auch so typisch opernhausmäßig von Tomb Raider 2. Mit dieser Leiter und so diese Tür. Und da kommt man ja dann auf diese Dächer, die da, wo die Dielen wegbröckeln und wo man dann an die Kuppel kommt. Und bin ich mal gespannt, was hier auf uns zukommt, weil das habe ich soweit noch nicht angespielt, weil das auf den Dächern so sehr geruckelt hatte. Soweit bin ich dann nicht gekommen. Deswegen gehen wir jetzt dahin. Und ab jetzt kenne ich mich hier auch nicht mehr aus. Und es ist wieder blind. Und deswegen speichern wir auch diesen Fortschritt mal. Das bizarre Theater. So, machen eine Fackel an und schauen mal hier rein. Da liegt ein Schlüssel. Okay, das war ja jetzt nicht besonders aufregend hier. Aber man sollte nicht in diesen Spießen landen. Okay, dann haben wir den Schlüssel und wir wissen auch, wo der rein muss, und zwar hier unten. Das heißt, wir haben das Vorgeplänkel somit erfolgreich abgeschlossen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es im Theater aussieht. Und natürlich, ob wir diese Kuppel noch betreten oder nicht. Überleben wir das? Verlieren wir da Leben? Ja, wir verlieren Leben. Aber nur ein bisschen. Alles noch im grünen Bereich. Gut, dann gehen wir mal zum Schlüsselloch, setzen das ein. Das ist übrigens diese Aufzugtür vom Opernhaus, die das Ganze hier abriegelt. Da setzen wir jetzt diesen Entrance Key ein. Okay. Dann mal rein damit. Klack, klack. Und da sind wir im Opernhaus. Beziehungsweise im Theater. Wir wollen ja genau bleiben. Oh mein Gott. Hilfe. Das war, hätte mir eigentlich klar sein müssen. Aber ich dachte, erst wenn ich das betrete, kommen die Gegner. Aber die kamen schon vorher. Ja, wir sind drin. Und da sehen wir auch schon die Kuppel von unten. Wir sind drin im Opernhaus. Beziehungsweise im Theater. Das muss ich mir noch abgewöhnen. Das ist hier kein Opernhaus, sondern tatsächlich ein Theater. Obwohl das jetzt ziemlich ähnlich kommt. Aha. Aber ohne Wasser. Ja, wir sind drin, Leute, im Theater. Aber ich mache jetzt noch mal eine kurze Pause, damit das Spiel sich erholt und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Sodle. Ja, wo fängt man dann hier an? Das ist jetzt die gute Frage, die große Frage.
Auch wieder so mit so einem schönen Laras Anwesengeländer. Das kennen wir ja schon aus dem Level zuvor auch. Normalerweise ist hier Wasser drin bei Tomb Raider 2. Hier ist es trockengelegt. Kann man da irgendwo einen Block ziehen? So rausziehen? Oh, das war ja so klar. Wo ist der? Wo ist der? Oh mein Gott. Nein! Unsere Uzis sind leer. So ein Mist. Müssen wir wieder die Automatik nehmen. Es sind halt auch so viele Gegner. Wie kriegt man... Ah, hier oben. Hier. Jetzt haben wir ihn. Endlich. Gut. Okay. Dann gucken wir doch mal. Hier kann man... Nein. Das ist echt schlimm. Oh mein Gott. Ich wollte gerade ein Medipack nehmen. Da waren wir aber leider ein bisschen spät dran, muss ich mal sagen. Ich sag doch, das Level ist einfach Gegnerballaden. Es ist einfach Gegnerballaden. Was soll man dazu noch mehr sagen? Aha. Unglaublich. Klack, klack. Da kommen wir bestimmt dann auch später dann irgendwie hin und so. Und da sehe ich schon, brauchen wir ein Relais oder diese Karte oder was auch immer. Und hier kommt wieder die schöne Musik. Oh. Das war ja eigentlich klar, dass jetzt hier wieder Gegner rauskommen, wie auf der anderen Seite auch. Also mein Vorschlag ist es jetzt tatsächlich, hier erstmal alle Gegner zu eliminieren. Die hier meinen, rumwatscheln zu müssen. In einem stillgelegten Opernhaus. Oder wird das noch genutzt? Weil das sieht nicht so zusammengefallen aus wie bei Tomb Raider 2. Und ich glaube, das war für das Spiel total unnötig, dass wir hier diese Tür aufgemacht haben. Um das mal so nebenbei zu erwähnen. Sehr schöne Decke, Lara. Das muss man sich unbedingt mal angesehen haben. Aber ich glaube, dass dieses Theater hier tatsächlich noch in Betrieb ist. Deswegen ist es hier... auch realistisch, dass hier Gegner und Hunde sind. Ich hoffe, dass jetzt wenigstens dieser Tür was drin ist. Wieso quälen wir uns eigentlich jetzt mit der Automatik die ganze Zeit ab, wenn wir nicht einfach den Granatwerfer nehmen können? Der hat nicht immer was für uns. Und wehe, das war jetzt auch unnötig, hier reinzugehen. Das gibt's doch gar nicht. Hier ist überall einfach nix. Da kommen einfach mal Gegner raus und es bringt uns gar nichts. So ein Blödsinn. Da oben war noch einer. Ach, da müssen wir aber noch ein bisschen hier runterlaufen. Trau dich. Wo ist er denn? Und dann müssen wir dafür einmal hier unten lang gelaufen sein. Das kann auch sein, dass man den jetzt auslösen muss. So, bist du jetzt da oben angekommen? Haben wir dich jetzt ausgelöst? Ja, haben wir. Aber der trifft uns so wie ihn nicht. Das ist unfair. Aber jetzt sehen wir ihn. Aber immer nur ein Schuss. Der Granatwerfer von hier unten bringt natürlich nichts. Ach, das... Ah, nee, ich dachte, er wäre tot. Schon. Jetzt ist er tot. Wir nehmen jetzt für die nächsten Gegner wirklich den Granatwerfer. Von hier unten hätte es jetzt nicht viel gebracht. Also die 7 ist das. Genau. Sehr gut. Und weil hier einfach erstmal nichts ist, haben wir jetzt zwei Wege. Und zwar hier hoch oder da hoch. Und ich hasse es, solche Entscheidungen zu treffen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Aber nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Folge. Also bis dann. Macht's gut. Ciao.